Gedanken gleich anschließen an das, was du gerade gesagt hast, und zwar das mit dem Schreiben. Ich brauche auch nicht viel zum Übersetzen. Ich brauche ein Buch, einen Computer. Ich habe auch mein allererstes Buch 1984. Da gab es zwar schon PCs, aber es hatte noch keine zu Hause, es war auch sehr, sehr teuer. Habe ich auch noch auf der Schreibmaschine abgeklappert und das erste Buch von Hand übersetzt. Also es gibt das Ganze handgeschrieben. Und dann irgendwie dreimal abgetippt und gedacht, mon Dieu, also es ist schon furchtbar. Weil dann wollte ich möglichst saubere Seiten haben und dann, wenn es wieder einen Fehler gab, musste man das Ganze wieder abtippen. Und also rien contre la belle machine à écrire, aber also es erleichtert einem schon sehr, sehr viel, wenn man das speichern kann. Und da kann man es wieder ausdrucken, kann es korrigieren, kann es anschauen. Ich kenne beispielsweise einen Schriftsteller, einen ganz berühmten in der deutschen Schweiz, Hugo Lötscher, der hat auch Jahrzehnte auf der Schreibmaschine geklappert und der hat Folgendes gemacht, der musste einen Papierverschleiß haben, das kann man sich nicht vorstellen. Der hat angefangen mit dem ersten Satz in der Maschine, eine Zeile rausgenommen, angeschaut, korrigiert, neues Blatt reingespannt, weitergeschrieben, zwei Zeilen, wieder angeschaut und so. Also der hatte dann am Abend einen solchen Berg von Papieren. Und das macht man heute nicht mehr. Der Computer, man kann es auf dem Bildschirm anschauen, man kann es ausdrucken, man sollte es hier auch, weil es kann ja immer etwas passieren. Aber klar, jeder hat seine Arbeitsmethode. Ein anderer Freund von mir, ein Journalist, Komponist, Musikpublizist, er schreibt also als letzte Dinosaurier bei der Neuen Zürcher Zeitung mit auch noch, er gibt es dann so ab an der Redaktion. Er sagt, nein, das interessiert mich nicht. Aber er hat natürlich Leute um sich herum, die das verstehen. Also jemand, der ihm seine Noten dann im Computer setzt und so weiter. Aber er sagt, nein, das interessiert mich nicht. Und das ist alles legitim. Ich finde das auch lustig. Je suis un dinosaure. Mais vous comprenez que pour un traducteur, ce n'est pas la même chose. Also ich schreibe, wenn ich selber etwas schreibe, schreibe ich es auch von Hand, weil es ist ein ganz anderer Vorgang, wenn man den Kontakt mit dem Papier hat, als wenn man etwas einfach, vielleicht die Schreibmaschine ist ein bisschen anders, weil das Blatt schon vorhanden ist, nicht wahr? Man kann das anfassen, geht auf dem Bildschirm, sieht man einen Text und eigentlich sagt einem nie, er sagt einem das nichts, man kann den auch wegschmeißen, dann ist nichts mehr da. Hingegen, wenn man es dann ausdruckt, dann wird es auch so etwas konkreter. Aber wenn ich also übersetze, dann habe ich hier das Buch und da den Computer und dann habe ich aber auch, hier steht ein Stapel Duden, Stilwörterbuch, Rechtschreibwörterbuch, Fremdwörterbuch, Wendungen, Redewendungen, sprichwörtliche Redensarten und so weiter. Und dann gibt es ja heute Internet und wenn man irgendwas sucht, kann man ja bei Google eingeben und mal schauen, wo erscheint dieses Wort zum Beispiel, in welchem Zusammenhang, und oft findet man genau das, was man gesucht hat. Oft ist es auch falsch, also man muss bei Google auch aufpassen. Aber man kann ja dann verschiedene Sachen ausprobieren, und dann gibt es ja immer, wie gesagt, das Stilwörterbuch, das ist für mich sehr wichtig, da muss ich nachschauen, ist es, sagt man jetzt genau so auf Deutsch, oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Übersetzen ist ganz genau lesen, immer wieder lesen, und dann ist man am Anfang, wenn ich übersetze, bin ich eigentlich